Hallo, Halli, Hallöle. Das war jetzt irgendwie so ein bisschen durcheinander, aber macht ja nichts. Und willkommen zurück zu Let's Play Tokyo School Life. Da sind Bei diesem wir. Spiel bin ich auch total durcheinander, aber willkommen. Ja, willkommen. Ja, unser Date mit Karin ist letzten Part ja, zum Ende gekommen. Und ja, ihr habt es ja gesehen. Sie hat sich arm gekauft, die Kleine. Zum, genau. Ja, wir haben jetzt die örtliche Chatunterhaltung. Jetzt wollte ich das schon wieder sagen. Nein, die tägliche Chatunterhaltung. Und wollen mal reinhören, was sie so zu belabern haben. How did it go today, Karin-chan? Wie ist es denn heute gelaufen, Karin-chan? Meh, I'm really tired. Ach, ich bin wirklich müde. So, how was your date with Dream Sun? Wie war denn dein Date mit Dream Sun? Hä? Date? Hä? Date? Yes, ja. Who went on a date with who? Wer ist mit wem auf ein Date gegangen? Boah, tu dich so. You went on a date with Dream Sun to Harajuku today, don't you? Didn't you, Karin-san? Du bist auf ein Date mit Dream Sun nach Harajuku gegangen heute. War es nicht so, Karin-san? Did you have fun? Hast du Spaß gehabt? What? Ja. Was? Ja. Aui, seufzt auch in meiner Runde, wenn das ein Seufzen sein soll, keine Ich Ahnung. habe keine Ahnung, für mich sieht das aus wie das, keine Ahnung, Delta-Zeichen oder irgendwie so, keine Ahnung, weiß, ne, egal. No, it wasn't a date. I just took him around for a little sightseeing. Nein, es war kein Date. Ich habe ihn einfach nur mitgenommen für ein bisschen Sightseeing. In Japanese, we usually call it a date when an adolescent boy and girl go out together, right? In Japan nennen wir es ein Date, wenn ein heranwachsender Junge und Mädchen zusammen ja, ausgehen, nicht wahr? Und das muss sie einer anderen Japanerin erklären. Ah ja. Adolescent, what year is it again? Adolescent, welches Jahr haben wir noch wieder? Das ist wahrscheinlich ein ziemlich alter Begriff, deswegen fragt sie das. Ziemlich altertümlicherer Begriff. Maybe my word choice was a little antiquated. Ja, genau. Vielleicht war meine Wortwahl etwas antiquiert. Well, anyway, yeah, I guess so. A date isn't really such a big deal, but, nun, wie auch immer, ja, ich denke schon. Ein Date ist nicht wirklich eine große Sache, aber, Oh, Why? übrigens, das heißt Pubertät. Ah, okay. Pubertät, ja, alles klar. Why can't it be a date? Warum kann es kein Date sein? I've never really considered going out with a guy, so it was just a little shocking to hear. Nun, ich habe es nicht nie wirklich, in Betracht gezogen, mit einem Jungen auszugehen. Also war es ja ein kleiner Schock, das zu hören. Auf einmal. Even though you're an idol, obwohl du sogar ein, obwohl so, sogar obwohl du ein Idol bist. Idols aren't allowed to date. Es ist Idols nicht erlaubt, ein Date zu haben. Warum nicht? Ja, das ist manchmal wirklich so, dass die das von den Männern schon so also verboten bekommen, damit es sie nicht ablenkt von den. Die Ah, sind bibbela da Pups. manchmal ziemlich streng in Japan. Das ist. Zumindest habe ich das auch in Animes öfter schon gesehen. Kleine Japaner wieder Naja. da. Don't they say that you have to be in love to be able to sing about love, though? Sagt man nicht, dass man selbst mal verliebt gewesen sein muss, um in der Lage zu sein, über Liebe zu singen? Das ist ein guter Einwand, würde ich sagen. I don't care. I'm in love with cuteness, so I know enough about love. Ist mir egal. Ich bin in, ja, in Cuteness, also verliebt. Also weiß ich genug über Liebe. Jo.
So, how was the date? Also, wie war das Date? Okay, listen to this. He really doesn't care about what other people think, so he was driving me bonkers. Okay, hört mal zu. Er kümmert sich wirklich nicht darum, was andere Leute denken. Also hat er mich wirklich, ja, sowas wie wütend oder sauer gemacht wahrscheinlich wieder. Driving me bonkers. Denk mal, sowas wird das sein. Bonkers. Ja, das kannst du das wahrscheinlich nicht so nachgucken. Das ist so eine Redewendung, driving me bonkers. Wahrscheinlich sowas wie sauer gemacht oder so. Sounds like typical dream. Klingt wie der typische Dream. Entschuldigung. Ach, verdammt. He kept on telling me how cute I am. If you say it so much, it makes the word sound so cheap, right? Er hat die ganze Zeit mir gesagt, wie süß ich bin. Wenn man das so oft sagt, dann lässt es das Wort, ja, billig klingen, nicht wahr? Quatsch. Dream says that a lot. Dream sagt das sehr oft. Yeah, so I told him if he keeps repeating himself, it's got no meaning anymore. Also habe ich ihm gesagt, dass wenn er sich, wenn er das weiterhin so oft wiederholt, dann hat es keine Bedeutung mehr. However, I think that it's preferable to men who misunderstand by thinking that their feelings are conveyed more honestly by not using words. Wie auch immer, ich denke, das ist eher, es ist eher vorzuziehen. Es ist den Männern eher vorzuziehen. Nee, und wie sage ich das jetzt richtig? Also das ist halt eher vorzuziehen als Männer, die es missverstehen, indem sie denken, dass ihre Gefühle ja ehrlicher rüberkommen, indem sie keine Worte benutzen. Okay. Ja, klar, natürlich. Besser man sagt zu viel, als man sagt gar nichts, ne? Da hat sie wohl recht. Yeah, but he just goes way overboard. He could be a little more refined about it, you know? Ja, aber er übertreibt es einfach zu sehr. Er könnte ein bisschen mehr, ja, refined haben wir schon mal nachgeguckt. Und ich kann es mir nie merken, auch wenn du es schon mal nachgeguckt hast. Das ist einfach Welches egal. Wort nochmal? Ja, muss jetzt nicht nochmal nachgucken, es ist nicht wichtig. Er übertreibt es jedenfalls. Was? Karin-san, you're enjoying this, aren't you? Karin-san, das macht dir Spaß, nicht wahr? Du genießt das. Yeah, it seems like you had a good time today. Ja, scheint, als hättest du eine tolle Zeit heute gehabt. Hey, stop patronizing me. I quit it already. Oh my God. Das kannst du erstmal nachgucken, hier patronizing. Das weiß ich mir jetzt wirklich nicht und so macht der Satz keinen Sinn. Patronising. Patronising. Nochmal. Patronising. Herablassend. Okay. Passt irgendwie nicht in dem Zusammenhang. Gut, ich habe hier sonst noch. Also, hier sind mehrere Sachen so ausfall. Herablassend, gönnerhaft, bevormundet, fördernd, schützend. Ja, denk mal eher so wie Gönner. So, seid nicht so. Gängelei, Gängelung. Ja, Gänge, ja, genau, ja, das ist hier so ein bisschen Piesacken. Das, so könnte man das übersetzen. Okay. Halt auf, mich zu piesacken. Hört doch endlich auf. So kann man das übersetzen, denke ich mal. Ne? Man muss schon alle Übersetzungsmöglichkeiten durchgehen, weil manchmal passt halt nur eine Sache davon. Okay, nächster Tag oder so. Mornings for the Karate Do Club are early. Die Morgende für den Karate Do Club sind früh. Also auf Deutsch gesagt, er muss früh aufstehen. It's 5 a.m. We awake as the sun rises and run 10 kilometer around the shrine. Oh. 5 Uhr morgens. Wir wachen auf, als die Sonne aufgeht und rennen 10 Kilometer um den Schrein. Das ist ein tolles Training, du. Erstmal 10 Wenn man Kilometer. sonst nichts zu tun hat. After we return, we start with stretches. In order to avoid injury, we are careful to leave time to loosen up our muscles.
Nachdem wir zurückgekehrt sind, beginnen wir mit Stretch-Übungen. Um Verletzungen zu vermeiden, sind wir vorsichtig und lassen uns Zeit, um ja, die Muskeln halt locker zu bekommen. Next, it's time for Strength Training. Push-ups, Sit-ups, Squats, all that kind of stuff. Danach ist es Zeit für das Stärketraining. Push-ups, Sit-ups, das weiß man ja, was das ist, ne? Squats weiß ich jetzt nicht. All diese Art von Zeug. Warte Na. mal, Squats, warte mal. Squats, oder? Ja. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Hocken, kauern. Ach so, wahrscheinlich Kniebeugen, nehme ich mal an. Wirklich, ja. Ja, jedenfalls Halleluja. Also soll mal einer sagen, ne? Soll mal einer sagen, dass Aoi das nicht ernst nimmt, hier 10 Kilometer laufen, dann Push-ups, Sit-ups und so weiter, dann vorher noch Stretch-Übungen. Ganz ehrlich, ich würde nicht mal 10 Kilometer laufen können. Und da am frühen Morgen. Wahrscheinlich noch ohne Frühstück. Geht nicht, ne? Feier. Halleluja. Ja. All that was nothing but the warm-up. Now is when the real Karate practice begins. Und all das war nur das Aufwärmen. Jetzt beginnt das wirkliche Karate-Training. Oh mein Gott. Ich wäre schon sowas von kaputt und fertig Ich dagegen sag, wäre. ich hätte nicht mal 5 Kilometer laufen können und wäre schon empty von Energie. Ja, wahrscheinlich, ja. Dann musstest du erstmal ein paar Energy Drinks trinken, wahrscheinlich. Ja, ein paar, eine ganze Menge. So, naja. Okay, lassen wir das. At this point, I'm already breathing pretty heavily, but the real hell begins now. Ja, an diesem Punkt habe ich bereits begonnen, ziemlich schwer zu atmen, aber die wirkliche Hölle beginnt jetzt. Ich hätte schon viel früher schwer geatmet, ja. Das jetzt hören könntest. Ich hab's gerade gehört. Echt? So Okay. laut war das. Ich werde das jetzt nicht übersetzen. Doch, ich bitte darum. Aoi praktiziert ihr Karate-Kata wie gewöhnlich. Was war nochmal ein Kata? Ich glaube, das ist wieder so ein japanisches Eigenwort. Ja. Warte. Ah, okay. Brauchst nicht nachzugucken, ihm wird schon erklärt. Eine Form oder Kata ist das, was sie nennen, das, was sie eine Auswahl an offensiven und defensiven Moves nennt man also Kata. Okay, also eine Auswahl aus defensiven, offensiven Bewegungen. Und jetzt noch einmal zur Unterstützung. Wikipedia meint, Kata, eine Kata, japanisch oder bla bla bla, im Karate wie in anderen japanischen Kampfsportarten auch eine Übungsform, die aus stilisierten Kämpfen besteht, welche jedoch im Karate meist gegen imaginäre Gegner geführt werden. Ah, das ist genau. Ja, sie fließen zusammen in eine Routine für die Übung. Es scheint, dass es sehr viele verschiedene Kata gäbe und Ayu praktiziert jeden Tag ein anderes. Ich war wirklich überrascht, dass die Bewegungen für jedes davon total unterschiedlich sind. Aois Kata sind sehr schön. Sie benutzt keine unnötige Stärke und Bewegungen, die so natürlich sind, dass es fast so ist, als würde ich einen Tanz beobachten. Ja, das sieht immer sehr, ja, ich würde es sogar sagen, mystisch aus, wenn die da in ihren fließenden Bewegungen sind und so. Hey Dream, mach dir keine Gedanken darüber, was ich mache. Das beeinflusst deine eigenen Übungen. Übrigens, Tut mir leid, Aoi. Sloppy heißt schlampig oder nachlässig. Ah, okay. Schlampig, okay. Ich hab dir gesagt, wenn wir üben, nenn mich Shisho. Os! Shisho! Os! Okay.
Andererseits mache ich diese Übungen, diese langweiligen Übungen wieder und wieder. Ein rechter Vorwärtspunch, ein rechter Frontkick, während ich einen Schritt nach vorne mache, ein linker Vorwärtspunch, ein linker Vorwärtskick, während ich nach vorne trete. Ich benutze nur die grundlegendsten Moves, indem ich, während ich langsam nach vorne, mich nach vorne bewege, so wie jetzt. Diese Dial weiß ich jetzt nicht, wahrscheinlich sowas wie langweilig. Ja, diese Wiederholung nennt man, Und ja, es heißt langweilig. genau, diese langweilige Wiederholung nennt man einfach Basic Practice, also Grundübung. Grundübung. Genau. I gradually advance along the pebbles on the grounds of the shrine while doing my moves. When I get to one end, I turn and repeat the same moves again. I'm just repeating nothing but the same thing again and again. Ja, ich bewege mich nur langsam auf dem Boden des Schreins, während ich meine Bewegungen mache. Wenn ich zu einem Ende komme, dann drehe ich um und wiederhole dieselben Bewegungen wieder. Ich wiederhole einfach nur dasselbe immer und immer wieder. Diese Übung ist so langweilig und außerdem sehr ermüdend. Schweiß tropft von meinem Gesicht wie ein Wasserfall. Das ist wirklich hart. Und zusätzlich dazu, Dream, deine Schulter ist zu hoch. Aoi drückt meine Schulter mit einer Stärke herunter, die nicht wirklich zu ihrer schmalen Figur passt. Okay. Ja. When she lowers my posture, my body naturally takes a bent position, making me flex stomach muscles that I don't normally use. Just standing like this is difficult. Wenn sie so wie ich gerade wieder gerade steht, also wenn sie das herunterdrückt, dann nimmt mein Körper natürlicherweise eine Bent Position, was auch immer, keine Ahnung. Dann was? Bent Position. Das bringt mich dazu, Gebeugt. bringt mich an eine gebeugte Position. Das bringt mich dazu, Muskeln in meinem Bauch zu benutzen, die ich normalerweise nicht benutze. So zu stehen ist ziemlich schwierig. Ja, mach so weiter, ohne Pause. Mach immer so weiter, ohne Pause. Na super. Os, Shisho, Os, I will keep it up, Os. Ja, ich mach weiter, Os. Ari is really strict in her Shisho Mode. It's like the normal kind sweet Ari is just a lie. Ari ist sehr streng in ihrem Shisho Modus. Es ist so, als ob die normalerweise freundliche, süße Aoi einfach nur eine Lüge wäre. Ohoho, hart gesprochen. Ja, aber trotzdem. Naja. So wie BAM! Als ob du dich selbst über die ganze Erde ausstreckst. Ja, niedriger, stärker. Hi, hi. While feeling tired to the brink of falling over, I continue to force my body to keep moving on. Ja, ich fühle mich
So, als würde ich jeden Moment umkippen, aber ich zwinge meinen Körper dazu, sich weiter vor, ja, sich weiter zu bewegen. Halleluja, also das Training möchte ich nicht machen, du. Also, das wäre zu viel für mich. Ich wäre schon am Anfang total fertig. Ah, okay, das ist alles für heute. Dream, gute Arbeit. Geht's dir gut? War es zu anstrengend? This much is nothing to me. I'd be fine even if you were harder on me. Das ist gar nichts für mich. Es würde mir sogar gut gehen, wenn du, noch her, wenn du mich noch härter rannehmen würdest. Ja, natürlich. Aber, voll gelogen! Und am nächsten Morgen nimmt sie ihn hart ran. Und ich meine, sprichwörtlich, da werden ihm da Kilosteine erstmal auf den Rücken gelegt. Okay. Ja, das geht nix. Okay. Really though, I feel like I'm gonna puke. Since I've come this far, I just gotta have willpower. I'm definitely gonna see this through. Wirklich. Ich fühle mich als... Müsste er kotzen. Das müsste ich mich übergeben. Aber obwohl ich, da ich jetzt schon so weit gekommen bin, muss ich einfach die Kraft haben. Ich werde das definitiv durchstehen. Ich habe gedacht, du würdest gleich aufgeben, aber du bist tatsächlich ein Junge, Dream. Ja, tatsächlich. Ja, dass er ein Mädchen ist, also kein Mädchen ist, ist klar. Ja, ich bin ein Junge. Ja, da sie normalerweise immer so, ex-likes, ja, sich so, ne? Du weißt schon, was damit gemeint ist. Was, Weil er sich normalerweise immer so aufführt oder sich so aufführt, ja, es ist auch ein bisschen blöd ausgedrückt. Das macht es frustrierender halt. Ja, ich meine, sie hat halt eine knuffige Art und da will man halt nicht widersprechen. Ne? Dream, du hilfst mir immer mit dem mit dem Geschirr, bringst mir mit dem Müll raus und viele andere Dinge, viele andere Arbeit im Wohnheim. Und das ist so, so hilfreich für mich. Hey, that's just natural to do for your family. Ja, das ist doch ganz natürlich, das für deine Familie zu tun. Nun, ich möchte, möchte nicht, dass Sakura-chan sich überanstrengt und Karin-chan ist viel zu beschäftigt mit ihrer Arbeit. Ja, just use me as you see fit. Ja, benutze mich so, wie du es für richtig hältst. Okay, wenn der es meint. Das klingt zwar sehr zweideutig, aber okay. Ja, klingt ein bisschen zweideutig, aber okay. Okay, wir waren nicht in Shinjuku letztes Mal. Ich hab's vergessen. Ja, als Dank für deine harte Arbeit werde ich dir eine Belohnung geben. Du hast doch früher, du hast doch neulich gesagt, dass du nach Shinjuku möchtest, richtig? Ich will dich herumführen. Okay. Was wirklich? In Ordnung. Übrigens, Dream, warum möchtest du nach Shinjuku? Da-da-da-dam. I wanna see Kiara Bukicho. Was immer das ist. Kiara Bukicho. Sorette. Kiara Bukicho, das ist der Name eines Settings in einem Videospiel, richtig? Okay. Yeah, that's it. I saw it in a Yakuza video game I played. The Yakuza Chirori code called Ninkyo and their Yakuza spirit. It's so cool.
Ja, das ist es. Ich habe es in einem Yakuza-Videospiel gesehen, das ich gespielt habe. Der Chivalry, was ist jetzt einfach Chivalry Code? Der Yakuza Chivalry Code, der. Chivalry, Moment. Ah, oh Gott, ich wusste mal, was das Wort heißt. Ja, der Ninkyo genannt wird und ja, ihr Yakuza-Geist. Oder der ist. Ritterlichkeit. Ah, der ritterlich, ja, okay, der Rittercode oder ritterlich Rittercode. Das klingt sehr falsch, wenn du das so aussprichst mit dem Rittercode. Der Der ritterliche Kodex, sagen wir es doch so. Jo, der Ritterkodex der Yakuza, der Ninkyo genannt wird. Und der Geist der Yakuza, das ist so cool. Ja, gut, ich würde es jetzt nicht unbedingt cool nennen, aber okay. Also, ich finde das wahrscheinlich auch nicht so wie ich. Aoi stares at me, Aoi starrt mich an. Was? Oh, es ist nichts. Lass uns Frühstück essen und sauber machen und dann losgehen. Siehste, also war doch die gesamte Trainingstortur vorm Frühstück. Grausam, könnte ich nicht ertragen, sowas. Und da sind wir auch schon in Shinjuku. Ja, da wir jetzt, sage ich mal, noch 4 Minuten haben, gut, soll ich jetzt schon vorher den Part beenden oder? Du wissen, es ist deiner Stay, also so Ja, oder so bin ich dabei. wir schauen noch ganz kurz rein. Wir sind in Shinjuku. Shinjuku is a home to the Tokyo Government Office. Shinjuku ist die Heimat des Tokyo-Regierungsgebäudes. Lots of train lines meet at the Giant Terminal here, and Shinjuku itself is a location of many giant offices and is a big business district, making it a hub where many people come and go. Viele Zuglinien treffen sich hier an diesem großen Terminal und Shinjuku selbst ist ja. Ist der Ort, wo viele große Büros und andere ja, Geschäftsviertel gibt. Das macht es zu einem Hub, weiß ich nicht, wo viele Leute hinkommen und gehen oder kommen und gehen. Ja. And most of all, Shinjuku is home to Japan's greatest entertainment district. Vor allen Dingen ist Shinjuku die Heimat von Japans größtem Entertainment-Bezirk. In meinem Land habe ich ein Videospiel über die japanische Mafia, die Yakuza, gespielt. Und das hat stattgefunden in einem Ort, den man Kyarabukicho genannt hat. Okay. Ja, Interessant. Yakuza have a set of unique rules based on duty and empathy. Sometimes they have to make unreasonable choices, even though it won't benefit them. That conflict is so cool and awesome. Yakuza haben ein einzigartiges Set von Regeln, die auf Duty and Empathy basieren. Also Duty ist Ehre? nein, Duty ist, wenn du was zu tun hast. Ja, stimmt, irgendwie Pflichtgefühl war mal. Genau, Der Pflicht Hochschüler. und Pflicht und Empathy weiß ich jetzt nicht. Ja, Empathie, das muss Empathie heißen, ja, das ist einfach Empathie. Also ein, ja, eins. Pflicht und Empathie. Ja, okay. Manchmal müssen sie ja unreasonable, ungewöhnlich nicht unreasonable. Also ja. Ja, Mann. Unreasonable, warte mal. Unvernünftig, unangemessen oder unverschämt. Okay, manchmal müssen sie unvernünftige Entscheidungen treffen. Auch wenn diese ja, ihnen nicht zum Vorteil gereichen. Dieser Konflikt ist so cool und unglaublich. Ja, er meint damit halt, dass sie halt ja, so Entscheidungen treffen müssen, sag ich mal. Wo halt die Entscheidung dann am Ende halt nicht immer vorteilhaft für sie ist, ne? Die Yakuza ist halt die japanische Mafia. Muss man dazu noch irgendwas sagen? Nee, eigentlich nicht, ne? The headquarters of the Yakuza is Kyarabukicho, where the city glows with neon lights at night. I always wanted to see it for myself.
Das Hauptquartier der Yakuza ist Karabukicho, wo die Stadt in der Nacht mit Neonlichtern leuchtet. Ich habe das immer sehen wollen. Ja, ob wir das jetzt vielleicht tatsächlich zu sehen bekommt und was auch immer noch so abgehen wird, ob wir vielleicht jetzt hier, ob er vielleicht sogar einen Yakuza trifft oder keine Ahnung, ich will es mal nicht hoffen. Ich wünsche ihm das zumindest nicht, weil es könnte Probleme geben. Ja, wie auch immer, ich kann seine Begeisterung für Yakuza jetzt nicht so wirklich nachvollziehen oder verstehen oder teilen, aber egal, gut, jedem das seine, ne? Ja, damit kommen wir zum Ende des Parts, denke ich mal, und ich denke mal, wie man jetzt gesehen hat, denke mal, dass das jetzt jedem so ein bisschen klar geworden baut das Spiel jetzt ein bisschen darauf auf, dass wir wohl jeden Charakter nochmal ein bisschen näher kennenlernen, indem wir mit ihm halt eine Tour zusammen machen. Mit Karin war es jetzt vorher da in, was war denn das vorher überhaupt? Osaka war es nicht. Shinjuku mit Karin. Ah, Shinjuku, ne? Und jetzt hier mit Aoi kommen wir jetzt nach Shinjuku. Und danach kommt danach meine Liebste dran, Sakura. Tja, dreimal darfst du raten, wo es mit der hingehen wird. Manga-Laden. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Part. Sagt euch euer Dreamy und der Lurker hat natürlich die letzten Worte oder bis er mal sagt, mal wie er den Part fand halt. Ja, ich fand ihn sehr gut. Schön, dass man jetzt, wie du schon sagst, jede der drei Damen mal ja privat kennenlernt und wahrscheinlich ist das so der ausschlaggebende Punkt, damit man letztendlich sich dann danach für eine der drei Damen via einer Route entscheiden darf. Schauen wir mal. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ihr Lieben. Bye, bye.